Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Graveyard Keeper. Mein Name ist Professor Dr. Klötzenstein und schaut euch mal das ganze Chaos an, was der Igor gemacht hat. Es kommt davon, wenn der einmal einen Urlaubstag hat, da geht nichts mehr weiter. In der letzten Folge haben wir questmäßig einiges weiterbekommen. Wir haben auch unten den Bereich für die Schlange wieder gerichtet und hat ein bisschen länger gedauert als gedacht. Aber es ist erledigt und genauso ist der Igor da gerade erledigt, weil er hat mal wieder keinen Platz. Da können wir uns gleich drum kümmern. Genau, was jetzt als nächstes ansteht, ist, dass wir wieder eine Woche warten müssen, bis Schlange wieder da ist, dass der weiter seine Sachen bekommt, also dass er weiter die Quests machen kann. Der Igor macht gerade nichts. Habe ich dich richtig eingestellt? Bring alles Alkoholische rüber. Ja, passt. Okay. Aber wir können auf jeden Fall. Haben wir da bei der Kirche? Bei der Kirche haben wir die weichen Kirchenbänke, beziehungsweise den Kerzenständer und die Räuchergefäße am Weihrauch. Dann bauen wir die mal kurz auf. Beziehungsweise schauen wir uns das Ganze mal an. Kurz noch auf dem Video, was jetzt eigentlich die verbesserten Kirchenbänke bringen. Und dann werde ich wahrscheinlich eh auch schon einen Cut setzen, weil Handleuchter. Welche Kirchenbank? Holzkonstruktion, Holzplanke und Seide. Beziehungsweise das Buntglasfenster. Aber nicht schon das Buntglasfenster, war nicht das schon? Ah. Gut, was bringt uns das dann, wenn wir die Scherben da einsetzen? Dass ich hier da in dem Bereich mal ordentlich aufräume, weil die Leichen stapeln sich schon. Das ist nicht der Plan. Weil für den gleich sollte dann wieder eine neue kommen, wenn der Esel brav liefert. Und dann kümmere ich mich mal in den nächsten paar Tage drum, weil gebetstechnisch habt ihr eh schon alles gesehen. Ich werde einfach wieder das Seelenscherbengebet wahrscheinlich führen. Und ja. Dann. Zeige das Sonnenabbild. Sehr schick. Spinnen oder Schaden. Ah, und der sitze ich als König in der Reflexion. Okay. Das ist nett gemacht, aber bringt halt auch nichts. Gut. Das heißt, wir sehen uns grünen Tag wieder. Wie gesagt, ich mache da jetzt mal die Leichen fertig. Schau auch, dass wir entsprechend wieder mehr Seelenschirme und alles bekommen. Und ja, dann bis gleich. Falls ihr euch mal fragen solltet, wie ist denn eigentlich so die Ausbeute mit den Zombies, die die Bücher schreiben? 11 grüne Bücher. Jo. Also dementsprechend, die braucht man nicht ganz. Aber gut. Ja. Muss ich damit leben. Passt. Ich kümmere mich mal weiter um meine Zombies, weil man sitzt jetzt kurz am Screen. Ich habe hier unten habe ich einen dritten Einbalsamiertisch, damit das Ganze weitergeht. Damit ich auch die Leichen dann am Friedhof rüberkommen kann. Also dann, bis gleich. Und wer übrigens wissen will, was die besseren Zombies wirklich können, schaut euch mal diesen Progress an. Nachdem ich jetzt doch relativ viele Grabsteine und so weiter brauche, das Ganze geht nicht nur mit der Sehenzufriedenheit, habe ich jetzt mal den Igor, der da unten die Bücher geschrieben hat, hochgeholt und habe ihm mal niederen Tätigkeiten zugewiesen. Bist du deppert, der ist schnell. Der ist richtig schnell. Aber ja. Ansonsten sehen wir uns dann natürlich gleich. So, ein bisschen Kleinkram später. Wie zum Beispiel, dass wir die Trauben geholt haben. Oder dass wir
den einen Igor jetzt oben zum Marmorsteinbruch schicken, weil der muss, wir brauchen ein bisschen Marmor für gewisse Sachen, wie zum Beispiel für die Porzellanurnen bzw. die Marmorurnenhalle. Will ich einfach mal ausprobieren, was das bringt, und dafür brauchen wir halt was. Ansonsten, Schlange ist endlich da. Hilfsschlange bei seinem Ritual, das zeigt, was ich suche. Ah, da, wegen dem Ritual. Ganz schön gruselig hier. Wie findest du es? Bin beeindruckt. Vor allem dieser Kürbiskopf. Was für eine kranke Fantasie du hast. Der Ort ist bereit. Jetzt fehlt nur noch das devote Gefolge. Oh, und ich brauche noch ein Damaszenerschwert. Wozu soll das gut sein? Das siehst du schon noch. Schmiede mir eins oder kauf es einfach an der Burgfeste. Kann ich schmieden? Oh. Es wäre ja so einfach, wenn er gleich von Anfang an sagt, hey, passt, wenn das da erledigt ist, ich brauche dann auch übrigens. Kannst das gleich organisieren. Nein, von Pontius zu Pilato schickt er uns. Schwert. Habe ich was verpasst? Nein. Oh, dazu braucht man den Juweliertisch. Übrigens, ich investiere jetzt gleich mal die 100 Punkte hinein. Ich hole mir dann Dings diese Stahlwerkzeuge. Weil ich muss beim Friedhof relativ viel noch umgraben und weghocken. Dementsprechend werden wir das brauchen. So, dann. Ja, mit knapp 2,5 Gold. Rennen wir geschwind hoch an die Burgfeste. Ja, ich weiß, wir könnten Esmeralda kurz befragen. Aber gleichzeitig will ich Schlange fertig machen. Da ist der Roma-Baron. Was ist das für ein Ort? Dieser Pfad führt zur Burgfeste. Der Weg ist versperrt. Was Kokul betrifft. Ich muss mit Kokul reden. Ich kann ihn nicht reinlassen, aber du kannst ihn außerhalb der Festung treffen. Jede Nacht geht er in den Westen, nicht weit von hier. Niemand braucht mehr die Burgfeste, aber irgendwie müssen wir ja über die Runden kommen. Also jedes Mal in der Nacht, bla bla bla, kommt er dorthin. Ich könnte gerade so schreien. Ich glaube nicht, dass der Roma-Baron das damals 10 erschwert hat. Frag nach Esmeralda. Kennst du deine Schwester? Kannst du mir von deiner Schwester Esmeralda erzählen? Wo ist sie jetzt? Du bist der Freund des Inquisitors. Ich erzähle dir von meiner Schwester unter einer Bedingung. Die Wachen des Inquisitors haben eine Freundin gehabt. Sie erwartet noch ihren Prozess, also wird sie vielleicht freigelassen. Bitte deinen Freund, den Inquisitor, sie freizulassen. Dann erzähle ich dir natürlich alles. Er ist zwar nicht mein Freund, aber ich werde es probieren. Gut, Inquisitor kommt morgen. An dieser Stelle werden große Flüche angebracht. Es könnte alles so einfach sein. Ja, aber leider Gottes, ja. Das bedeutet, wir können Schlange heute nicht fertig machen. Yippie-doo. Aber ja, wir könnten, und das werden wir auch machen,
gleich nachdem ich da mir diese Holzstöckchen organisiert habe, weil für das Werkzeug braucht man diese Holzstöckchen und das Einzige, wie man die bekommt, ist eben, indem man so Gestrüpp wegmacht. Nein, Rezept im Sinne von mach Holz zu Stöckchen gibt es leider nicht. Deshalb teleportieren wir uns dann jetzt auch zum Flüchtlingslager und suchen nach dem Vampir. Bist du da drin? Ja. Meister Lehrich, das Dorf in der Nähe ist wegen Vampiren verunsichert. Was hast du gesagt? Meister Lehrich, ich habe gesagt, das Dorf. Was ist mit dem Schorf? Welcher Schorf? Nein, kein Schorf. Das Dorf ist verunsichert. Warum sind sie nicht versichert? Okay. Die Dorfbewohner haben Angst vor Vampiren. Wanzentieren? Ja, Wanzentieren. Kann ich verstehen. Aber es sind Vampire. Vampire? Erzähl doch keinen Blödsinn. Da glaube ich ja eher an das flauschige gelbe Kaninchen, das Blitze pupst. Vampire, pa! Referenz auf Pikachu? Also glaubst du nicht, dass Vampire existieren? Aber die Dorfbewohner haben sie gesehen. Ich glaube nicht nur, dass sie nicht existieren, ich bin mir absolut sicher. Man macht sich ein Späßchen mit dir, ist das, mein armer Junge, ist das nicht offensichtlich? Bitte störe mich nicht mehr wegen solchen Unsinn, in Ordnung? Er ist überzeugt. Es wäre leicht, ihm zu glauben, aber er hat vergessen, die grünen Pusteln auf seiner Hand zu verdecken. Der Astrologe sagte, das sei ein Zeichen für einen Vampir, der sich schlecht ernährt. Ich werde das Zelt nachts beobachten und Alleerich im Auge behalten. Gut, wir jagen einen Vampir. Brunnen braucht Stein und einfache Eisenstücke. Gut. Das heißt, zu Hause Steine haben wir jetzt hier genug. Hoffentlich. Nein, haben wir nicht. Können wir aber schnell machen. Igor jagt das mal durch. Beziehungsweise ich packe mal auf Dauer. So. Ich glaube, für da oben brauche ich die einfachen Holzplanken. Genau. Und Nägel. Bin mir gerade nicht sicher. Aber ich nehme den mal mit. Also jetzt nicht für oben im Sinne von ja, bei den Flüchtlingen, da brauche ich die wahrscheinlich nicht, sondern für daneben den Steinbruch, dass wir eben den Marmor abbauen können. Aber ich verifiziere das mal kurz. So, die Steine. Oder zieht der Igor da auch noch geschwind? Ach, da haben wir eh noch mehr als genug. So. Das reicht für den Brunnen. Das heißt. Zombie machen wir links. Braucht das jetzt ein eigenes Lager? Ich sehe es nicht. Oh Gott, der Kollege hackt mal fröhlich vor sich hin. Gut, und dann schnell rüber in den Wald zum Erich? Ja. Den müssen wir ja im Auge behalten.
gibt jetzt doch noch ein bisschen Action. Wie gesagt, das mit der Schlange war eigentlich geplant, aber wenn das Dings, wenn das halt nicht funktioniert, ja. Bleib nachher jetzt in der Nähe von Alerix Zelt. Gut. Wir sind in der Nähe. Jetzt sieht er uns nicht. Das heißt, sobald wir das damals Zehnerschwert haben, kann man natürlich auch mehr mit Schlange machen. Wie gesagt, es wäre so schön gewesen, hätte uns gesagt, hey, wenn das erledigt ist, brauche ich auch noch ein Schwert. Aber ja, nein, spielt es leider nicht. Passiert da noch was? Habe ich es kaputt gemacht? Scheinbar. Vielleicht, wenn ich mich ganz langsam annähere. Gut. Funktioniert nicht. Dann schauen wir schon drüber. Bezüglich Esmeralda, dem Roma-Baron. Der Wächter hat doch gesagt, Insta ist. Genau, da ist die Siedlung, da ist die Wache und da steht der. Der Kukul. Ich habe gehört, dass der Meister, der Kommandant, vor kurzem eine Halskette erworben hat. Ich würde dich gut bezahlen, wenn du sie mir wiederbringst. Mein Meister würde nie sowas Nutzloses wie eine Halskette kaufen. Ein junger Meister, der Kommandant, würde das vielleicht machen. Aber er hat uns vor ein paar Jahren verlassen. Ich werde diese Halskette wohl niemals finden. Nicht dein Ernst. Und Schlange ist natürlich schon weggegangen. Ui. Bei meinem Glück ja. Das ist jetzt ein. Ja, natürlich ist Schlange schon weg. Das ist jetzt ein klassischer Fall von hätte ich das kurz vorher erledigt. Gut, schlecht. Was machen wir? Außer an der Stelle mal kräftig fluchen. Und auf jeden Fall die Erfahrungspunkte vom Schwert holen. Also die Arbeitspunkte. Das wollte ich sehen. Und außerdem kriegen wir da goldene Storys raus, das ist auch nützlich. Bauen wir ja fürs Gebet. Gut, ich wollte immer unsere Optionen. 200 beim Friedhof, okay. Beziehungsweise 50 an der Kirche, ja. Bleibe nachts in der Nähe von Alias Zelt. Ich habe wahrscheinlich den Punkt nicht erwischt, wo er spawnt. Bin nicht im Vampir. Den Theodore können wir noch befragen. Beziehungsweise wir reden mal mit Eurek. Machen wir das noch geschwind, dass die Folge überhaupt eine Länge zusammenbekommt. Weil es ist. Jo. Mir gesagt, ich könnte fluchen. Noch eine Nacht von Eurek. Werther, mir geht es heute wieder gut. Was du mich suchst, ich mache einen Spaziergang ins Dorf. Eurek. Anscheinend hängt er gerne in der Taverne rum. So. Gut. Wollen wir mal noch
ganz kurz auf. Und das machen wir am besten mit einem Cut. Übrigens, wer sich gefragt hat, wie das mit den Mammutbröcken aussieht, die werden doch gemeinsam in ein Lager gepackt. Ist halt jetzt ein bisschen problematisch, weil der Igor da relativ lang braucht zum Hin- und Her transportieren, aber ja. Sprich, wir könnten hergehen. Einmal kurz überlegen. Wir haben hier eher den Igor auf Dauer geschalten. Sprich, sobald da die nächsten Steinblöcke ankommen, verarbeitet er die gleich und wir haben das Problem nicht. Beziehungsweise, die ersten Marmorblöcke runterkommen, dann sind die bei uns im Lager, dann bleiben die dort. Also von dem her ist das ganz praktisch. Und weil wir für Esmeralda den Inquisitor fragen müssen, kann ich dich dazu bitten, die Roma-Frau freizulassen. Immer freizulassen ist nicht mit meinen Grundsätzen vereinbar. Aber dieses eine Mal war hier eine Ausnahme. Ihr Freunde machen da draußen einfach zu viel Lärm. Okay. Normalerweise ist derjenige, also ist der Inquisitor so nach dem Motto, hey, es ist eine Hexe. Ich kann zwar nicht beweisen, dass es eine Hexe ist, aber ich weiß, dass es eine Hexe ist. Auf die Scheiterhaufen mit dir. Und so ein, ja, die Musik ziehen ein bisschen laut. Deshalb, ja, es wird schon passen. Lass mal sie frei. Alter, hier geht's ja nicht mehr mit Recht und Ordnung zu. So, und mal schauen, was der Roma-Baron jetzt noch sagt. Ich habe den Inquisitor geredet, deine Freundin ist frei. Ich hatte also recht, er ist wirklich dein Freund. Du musst dir ziemlich wichtig sein. Also erzähl mir von Esmeralda, wo ist deine Schwester? Vermutlich weit, weit weg von hier. Sie hat sich vor vielen Jahren auf das Schiff der Toten gebracht. Aber sie hatte doch ein Kind, oder? Ja, eine Tochter. Einst war sie mir ein Segen, doch nun verspüre ich nur Schande. Also ist sie am Leben? Ja, sie lebt. Aber sie hat ihre eigenen Leute verraten. Sogar die Erinnerung an ihre Mutter hat sie verraten. Was hat sie getan? Sie hat das letzte Geschenk ihrer Mutter verkauft. Ihre Erbschaft mit Füßen getreten. Und wofür? Für ihre Begierde. Für ihre Dreistigkeit. In der Stadt kennt man sie als Frau Anmut. Wir haben ihren wahren Namen schon seit Jahren nicht mehr ausgesprochen. Okay. Muss ich zuerst jetzt mit... dem Astrologe reden oder kann ich gleich zur Verantwortung marschieren? Überprüfen wir das kurz. Ach Gott, diese nur an... den Tag nach dem Kirchentag da. Da war ja was. Horatrik, ist Eurik da? Er ist vor kurzem gegangen. Ich habe ihn zu Kretzwald geschickt, damit der Alte noch nicht so einsam ist. Ich denke, Eurik wird ihn aufhalten können. Hör mal weiter. Bevor du gehst, möchte ich dich noch etwas fragen. Geht es ihm gut? Er wirkt heute etwas launisch. Ja, es geht ihm gut. Er hat es nur gerade schwer. Das Dorf ist wirklich ein Trümmerhaufen. Das finde ich auch. Die Leute im Dorf sollten ein besseres Leben haben. Wir müssen die Armut ausmerzen. Aber wenn ich an die Konsequenzen des großen Knalls denke, dann verliere ich alle Zuversicht. Oh, Werther, stehst du schon lange rum? Ich bin gerade von der Taverne gekommen. Horadrik hat mir gesagt, dass du auf dem Weg zur Kretzburg bist. Hast du einen Termin? Ich habe sonst keine Zeit mehr. Nein, ich wollte eigentlich nur sehen, ob es Eurek gut geht. Mir geht's bestens, keine Sorge. Ich schlage vor, du kommst mal auf einen kräftigen Trunk bei mir vorbei. Danke. Diese Einladung nehme ich sehr gerne an. Werther, falls du mich morgen suchst, wirst du mich zu Hause finden.
Ja, geht's nach Saufen, habt's recht. Gut, dann kümmere ich mich in der Nacht dabei um meine Leichen und wir sehen uns dann beim Astrologe wieder. So, wie versprochen sind wir jetzt beim Astrologen. Ding Esmeraldas Kind. Esmeralda hat eine Tochter. Meine Tochter. Wo ist sie jetzt? Esmeralda starb vor vielen Jahren. Aber ihrer Tochter geht es gut. Vielleicht hast du schon einmal von ihr gehört. Ihr Name ist Frau Anmut. Unglaublich. Sie ist sehr talentiert. Ich habe sie einmal auftreten sehen. Entweder er hat geheult oder er hat gekotzt. Oh, ich fürchte, sie wird mich niemals akzeptieren. Ich habe ihre Mutter verlassen, bevor sie geboren wurde. Aber ich wusste nichts von ihr. Ich wusste, dass ich Esmeraldas Herz brechen würde. Aber es war zum Wohle der Wissenschaft. Was für ein Narr ich doch war. Junger Mann, du musst meine Vorhut sein. Rede mit ihr. Finde heraus, ob ich noch eine Chance habe. Versprichst du mir zu sagen, wo ich dann den perfekten Winkel finden kann, nicht den Zaun? Absolut. Das wäre der glücklichste Tag meines Lebens. Gut. Und mein glücklichster Tag des Also ich habe schon wieder... zu wenig Platz. So. Das heißt, mit Frau Anmut auch mal wieder quatschen. Alles klar. Gibt Schlimmeres. Aber, weil ich gerade dran denke, wir wollten eigentlich auch schauen wegen der Kirche. Außerdem, wir haben Mama. Endlich. Also es war genauso, wie ich gesagt habe, die Marmorsteine landen dann hier und können dann jetzt einfach vom Ego abgearbeitet werden. So, Holzkonstruktionen, Balken brauchen wir auch. Nein, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Nein. Ja, schauen wir mal. Ich räume da kurz die Taschen aus. So, schauen wir mal, was diese verbesserten Kirchenbänke können. Okay, ich habe die falschen Platten mit. Gut, ich komme gleich wieder. So, eigentlich sollte man jetzt das richtige Holz dabei haben. Mal schauen. Genau, die weiche Kirchenbank. Dazu muss ich eine bestehende abreißen. Na gut. Passt, dann geht die erste mal Meier. Und weiche Kirchenbank. Jetzt war verkehrt. Oder? Nein, die steht hier richtig. Gut. Das heißt aber, für die brauchen wir dann... Das Buntglasfenster, das braucht Glas, Eisenstücke und die Goldschmuckverzierungen. Das kriegen wir ja auch noch geschwind hin. Das heißt, diese Holzkonstruktionen brauchen wir. Die Wandleuchter, okay. Also eigentlich mal komplexe Eisenstücke. Der steinerne Schrein braucht das geschnitzte Stück Marmor. Müssen wir aber, glaube ich, selber herstellen. Aber wir brauchen die komplexen Eisenstücke, dass ich das korrekt ausspreche. Und ja, ich weiß, das klingt gerade etwas komisch. Dann produzieren wir die mal geschwind. Welch ein Meisterwerk. Absolut umwerfende Handwerkskunst. Eure Heiligkeit? Ah, du bist es. Ich habe mich gerade umgesehen. Weißt du, einige dieser Statuen sind gar nicht mal so übel. Kannst du eine Statue von mir machen? Ihr Grab? Sterben sie etwa?
Nein, ich erfreue mich bester Gesundheit. Ich brauche nur ein wenig Hilfe, um meine heilige Aura weiter zu verbreiten. Oh, warte, ich habe eine brillante Idee. Ich brauche 3 Statuen, eine für mein Arbeitszimmer. Die sollte ein bisschen größer sein und aussehen, als würde ich über etwas Wichtiges nachdenken. Die zweite ist für die Suppenküche. Es sollte so aussehen, als würde ich Anteil am Schicksal dieser armen Schlucker nehmen. Aber auch so, als würde ich über etwas Wichtiges nachdenken. Ich gebe mein Bestes. Und die dritte stellen wir hier direkt vor der Kirche auf. Es soll so aussehen, als wäre ich ein toller Typ, der alle willkommen heißt. Diese Aufgabe ist von höchster Wichtigkeit, so wie alles andere hier auf diesem Friedhof. Ohne diese Statuen können wir die große Kirche nicht in eine Kathedrale umbauen. Oh ja, klar. Marmorstatuen von höchster Qualität. Mhm. Gut, aber mit etwas tatkräftiger Unterstützung vom Igor. Der steinerne Schrein. Dann. Wie groß ist denn der? Er ist 2 groß. Das heißt. Dann werden wir das da oben entfernen. Dann kurz zur Hand den steinernen Schrein. Qualität kurz verbessern. So. Genau so können wir dann den Beistuhl in der höheren Qualität hinstellen. Dazu werden wir auch den anderen Beichtstuhl abreißen. Da komme ich wieder nicht durch, da bin ich zu dick. So, natürlich habe ich auch mein Glas wieder vergessen. Weil dann können wir auch gleich das Buntglas einbauen. Außer es ist halt das Buntglas hinten gemeint, wo wir die Scherben eingesetzt haben. Was für Qualität wolltest du? Ah, 50, gut. Schau dir das an, wie schön unsere Kirche ist. Das sind alles Materialien aus der Umgebung. Bis auf die Seite von Bankbezügen, die habe ich von meinem Freund, den Händler. Ah, dieser Händler. Ich würde sie am liebsten aus dem Königreich verbannen, dieses ganze verdammte Pack. Das sind alles Verbreiter der Sünde, Händler, Schauspieler, Ärzte. Die Kirche bietet die gleichen Dienste an, nur heiliger und rechtschaffender. In Ordnung, ich habe genug gesehen. Die Kirche ist bereit, eine Kathedrale zu werden, wenn die 3 Statuen da vorhanden sind. Genau, die Statue von ihm fehlt noch. Jo. Hervorragend. Und Glas. Okay, das kann ich anscheinend. An der Stelle nur eins setzen. Also. Muss ich wieder einmal abreißen. Wupp. Ja, für die weiche Kirchenbank fehlt uns noch Holz. Aha. Und Glasfenster. Wird mir angezeigt, dass ich das. Achso, das kann ich nicht da einsetzen. Und auch nicht da, weil ich es nicht rotieren kann. Gut, wir wollten sowieso die Wand leuchten. Dann wird das Buntglasfenster doch das da oben gewesen sein. Genau, wir brauchen dann noch geschwind. Was vom. Der Dings von der Säge.
Weil dann können wir auch gleich die zweite Kirchenbank aufstellen. Und können so noch geschwind das Ganze pushen. Und das hat man eh schon wieder Gebet halten. Oh, wo haben wir's, da haben wir's. Gibt's da nicht das eine Gebet bezüglich verbesserter Leichenqualität? Das wäre nämlich interessant. So, 57. Gebet der Vorstellungskraft. Gebet, Flüchtesgebet. Und da. Lass mal darüber. Da gab's doch mal was. Ah ja, Ruhestättengebet. Kriegen wir dann noch goldenes Buch. Ein gebundenes Buch bzw. das Kapitel. Und dann haben wir auch wieder nur die 50%. Ja, wegen dem Juwelier. Gut, dann lassen wir das einmal. Sondern sagen nur, passt, es sind alle willkommen. Weil ansonsten rennt es wieder die Zeit ab. Und apropos Zeit, wird dann an der Stelle auch einen Cut setzen und euch erst wieder in der nächsten Folge begrüßen. Und ich glaube, es sind jetzt mehr Bewohner jetzt da. Kann mich aber auch täuschen. Aber mir kommt es mehr vor. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt plus minus wieder auf die 30 Minuten komme, wenn es weniger geworden ist. Sorry. Aber es ist halt jetzt mal eine gute Stelle wieder für einen Cut gewesen. Und ja, einiges haben wir erreicht, einiges haben wir nicht erreicht. Auf die Schlange müssen wir noch immer warten. Leider Gottes. Und ja. Ich hoffe ja doch, dass es jetzt mit großen, zügigen Schritten dann auch weitergeht Richtung Schlange, weil der ist halt wirklich der NPC, der am meisten halt braucht gerade. So, euch kann ich dann noch Kleber habt ihr schon bekommen, Silber. Okay, die kann ich dann verwurschten. Gold, schau noch geschwind durch, Silber und Geber, passt. Die kann ich verwurschten, dann muss ich den Esel wieder Karotten geben und ja. Werde ich wahrscheinlich in der Zwischenzeit machen und dann werde ich euch begrüßen wieder bei der nächsten Folge, wo wir endlich dann mit Mama was machen. Weil der Igor hat sich doch als recht nützlich erwiesen. Einfach weil der ja die Steine relativ schnell wegbekommt. So. Also, wirklich 65 oder 60, was der hat. 62. Es lohnt sich. Auf jeden Fall. Also dann, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Und bis zum nächsten Mal. Adieu. Ciao.